jemand um Deutschland herum. Das habe ich gemacht und ich habe das deswegen gemacht, weil mir eines Tages klar wurde, schon relativ spät im Leben, da war ich schon Mitte, Ende 40, dass das meine Art ist, ins Schreiben zu kommen. Es gibt Leute, die schreiben Bücher aufgrund, ziehen den Stoff aus ihrer Autobiografie, aus ihrem Leben. Es gibt Leute, die schreiben Bücher, haben riesige Zettelkästen, wo sie irgendwelche Sachen sammeln, aus denen dann Bücher entstehen. Bei mir ist es halt so. Dieses Unterwegssein und dann darüber schreiben, das ist halt mein Weg. Das habe ich irgendwann verstanden, deswegen habe ich diese Dinge gemacht. Dieses Buch, an das ich in diesen Wochen und Monaten oft zurückdenke, ist das Moskau-Buch. Das ist schon wieder fast 22 Jahre her. Das war im Sommer 2001, als ich von Berlin nach Moskau gelaufen bin. Und ich bin zum Teil auch durch Gegenden gekommen, in denen dann knapp 22 oder 21 Jahre später der Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze stattfand und eventuell nochmal stattfindet, wenn es dann nochmal auf Kiew gehen soll, in der Frühjahrsoffensive. Das berührt mich ganz seltsam. Es war eine vollkommen andere Zeit. Es war eine Zeit, in der wir alle dachten, jetzt kommt die Friedensdividende, jetzt ist diese furchtbare Kriegs- und nachfolgende kalte Kriegszeit vorbei. Jetzt vertragen wir uns alle, jetzt sind wir von Freunden umzingelt. Wir haben bitter fressen müssen, dass das nicht so ist. Und es gibt ja in den sozialen Netzwerken diese schöne Gewohnheit zu liken, also ein Like. Die Welt schickt uns ein Like zurück, wenn wir irgendwas rausblasen. Wir wissen inzwischen, es kommt auch ein Hate zurück und nicht zu knapp. So ist die Lage. Und ich kann einfach nur sagen, das, was ich damals gemacht habe, könnte ich heute unmöglich wieder machen. Diese Zeit ist vorbei. Sie ist für meine Lebzeit, wird sie auch vorbei bleiben. Davon gehe ich mal aus. Das ist diese Erinnerung. Dann kommt im Leben eines Menschen, der rausgegangen ist, der voller Neugier auf die Welt rausgegangen ist, irgendwann der Punkt, wo er sich auch mal wieder umdreht und sich fragt, wo komme ich eigentlich her? So ist dieses Buch entstanden oder die Idee zu diesem Buch. Die Ideen zu meinen Büchern sind immer sehr intuitiv. Das muss man sich nicht so vorstellen, dass ich mir das irgendwie zurecht tüftle und irgendwie mir das so strategisch überlege oder irgend sowas, sondern es sind wie so ein kleines Flämmchen, was irgendwann da ist. Diese Idee, geh doch mal los, damals, davor hatte ich sowas noch nie gemacht, mit diesem Moskau und so weiter. Zum Beispiel bei der Deutschlandumwanderung war die intuitive Idee, ich komme ja vom Dorf, ich komme ja hier aus der Region und ich hatte einfach das Bild vor Augen, wie der Bauer an einem Sonntag mit seinem kleinen Sohn an der Hand mal rausgeht und sagt, um die Felder rumgeht und sagt, Junge, das ist eines Tages deins. Damals wurde mein Sohn geboren und ich wollte mal um dieses dann neue Deutschland, das siebte Deutschland im 20. Jahrhundert, wir hatten sieben davon, sieben verschiedene, Kaiserreich, Weimar und so weiter, bis eben dieses. Ich wollte sozusagen meinem gerade geborenen Sohn fiktiv an die Hand nehmen und mal mit ihm einmal rumgehen und sagen, das ist deins. Ja, so entstehen diese Ideen. Die Idee mit der Waldhütte ist ähnlich intuitiv entstanden. Irgendwann war dieser Gedanke da, dann stellte sich die praktische Frage, wie denn, wo denn? Und es war schon klar, ich wollte irgendwie in meine alte Heimat zurück. Dann wurde mir relativ schnell klar, bei Hessenforst wird es nichts. Also das muss schon irgendwo eine persönliche Beziehung sein. Das geht nicht so, dass ich einen großen kommunalen oder Landesforstbetrieb anschreibe und sage, ich bin da so ein komischer Typ und ich möchte mal bei euch im Wald wohnen. Das wird nichts. Es ergab sich dann, dass ich die Familie Waldeck kennenlernte, beziehungsweise den Karl Anton zu Waldeck über einen Freund in Arolsen. Der erzählte ihm davon, der sagte, der soll mal vorbeikommen. Und dann hat er mich so ein bisschen examiniert. Natürlich eine Schnapsidee, klar. Die Hütte ist tatsächlich eine Jagdhütte und weiter gar nichts. Da ist in der Jagdsaison
ist da die Familie oder sind die jungen Leute aus der Familie und die sind da mal über Nacht oder so, schlafen im Auto, ein paar auch drin. Mehr ist es nicht. Da gibt es keine Elektrizität, da gibt es kein fließendes Wasser, da gibt es all diese Dinge nicht. Und die Hütte ist natürlich überhaupt nicht darauf eingerichtet gewesen, dass da jemand länger haust. Das hat er mir klar gemacht und ich habe gesagt, ja, das weiß ich schon. Und dann sagt er, gut, er meldet sich und ein paar Tage später meldete er sich und sagte, ja, können wir machen. Das ist die Vorgeschichte. Und ein bisschen darüber, wie diese Idee zustande gekommen ist und was sie für mich persönlich bedeutet hat, wird auch im Buch erzählt und darauf komme ich jetzt einmal und beginne mit dem Anfang und lese ein paar Stücke vor. Der Junge. Noch einmal ging ich durchs Haus, es war nun bald leer. Noch einmal die vertrauten Räume, die große Küche, in der sich das Leben abgespielt hatte. Die Zimmer nach Westen, die unten, die in der oberen Etage, der Blick weit ins Land, Wälder, Hügel. Ein Zimmer war meins gewesen vor langer Zeit. Jetzt sah ich das Haus, wie ich es nie hatte sehen wollen, völlig entkleidet, nackt, die Wände nackt, die Dielen nackt. Wo Bilder gehangen hatten, dunkle Rahmen aus Staub. Eins hing noch, eins. Junge mit Seitenscheitel, volle Lippen, voller Blick, pures Schauen, ohne jenes Lächeln, das fotografierten Kindern sonst abverlangt wird. Das Porträt eines Achtjährigen im ärmellosen Pullover, selbst gestrickt, von der Mutter vermutlich. Die Träger der Lederhose liefen ihm straff über die Schultern, als sollten sie ihn zusammenhalten, den schmalen kleinen Kerl. Dieser Blick hielt mich an, hielt mich fest, er galt mir, wem denn sonst, niemand mehr hier, nur der da und ich. Das Haus, von dem ich Abschied nahm, hatte, als ich ein Junge war, am äußersten Rand des Ortes gelegen. Gleich hinterm Gartentor begannen die Felder. Dahinter Wälder und hinter ihnen die schön gestaffelten blauen Hügelketten im Westen, in die abends die Sonne sank. Wir waren halbfreie. Die Schule war abzuleisten, was wir danach taten, unsere Sache. Und kam die große Einöde der Sommerferien, dann waren wir ganz und gar frei. Streiften umher, wo niemand uns störte, rauchten im Busch, verbrachten die Tage in Rohbauten künftiger Häuser, ständig wurde gebaut damals. Oft gingen wir in den Wald. Einmal nachts in völliger Finsternis, eine Mutprobe, ging ich wirklich voran? War ich wirklich der, der voranging? In der Erinnerung ja, in der Erinnerung wird alles gut. Wir lagen im Krieg mit dem Förster, wir bauten uns Hütten in seinem Revier, er entdeckte sie und befahl seinen Waldarbeitern, sie einzureißen. Gern, meist trieben wir uns im Zigeunerwäldchen herum, schon des Namens wegen. Gern hätten wir die schaurige Geschichte gehört, die sich da gewiss zugetragen hatte, aber es gab keine, keiner erinnerte sich an solche Geschichten. Nicht vor der Dämmerung kehrten wir heim, spürten nun erst, wie hungrig wir waren und machten uns über das Abendbrot her, das hatte schon gewartet. Fragte uns jemand, was wir getrieben hätten den ganzen langen Tag, sagten wir, nichts Besonderes. Wir verschwendeten die Zeit, die sich an uns verschwendete und sie gab generös. Langeweile war die Nährlösung, in der wir lebten. Es dehnten sich die Tage, die Nachmittage, die Sonntage zur langen, langen Weile. Es dehnten sich die Sommer, die Winter. Dachte ich zurück, und wohin hätte ich sonst denken können, beim Gang durch dieses leere Haus, kam mir diese Kindheit unfassbar frei vor. Erwachsene störten uns nicht, sie arbeiteten viel und lebten in ihrer Sphäre, so wie wir in der unseren. Zwei Banden gab es, die sich bekriegten. Ich gehörte der kleineren an. Mehr als drei waren wir selten, drei Jungs. Drei Waldhütten bauten wir. Die erste sollte so werden wie in den Abenteuerromanen, die wir lasen. Es galt, Blockhütten und Palisadenzäune zu verteidigen. Bei einem unserer Streifzüge im Wald fanden wir eines Tages geschlagene Kiefernbäumchen, dünn wie Jungenarme, viele davon herrliches Baumaterial für einen Palisadenzaun. Die Hütte dahinter würden wir später zimmern. Wir besorgten uns eine Ast, das war nicht schwer, Werkzeug gab es überall im Ort. Nun konnten wir die Bäumchen entasten und auf Länge hacken. Gegen Abend stand unsere Palisade. Bevor wir heimgingen, stopften wir noch Moos in die Ritzen, wie in den Romanen. Als wir wiederkamen, fanden wir unser Tagwerk zerstört.
Der Förster war es gewesen oder ein Waldarbeiter, den er geschickt hatte. Er selbst passte uns ab und drohte uns mit Strafe, sollten wir es wieder tun. Wir beschlossen, höher zu bauen, so hoch, dass keiner herankäme außer uns, die wir klettern konnten. Wir fanden vier Bäume exakt im Karree, ließen irgendwo Hämmer und Nägel mitgehen und bauten erstmal die Plattform so hoch, dass auch der längste Waldarbeiter nicht drankam. Vier stärkere Äste als Rahmen aus dem Dünnen nagelten wir den Boden. Die Arbeit ging gut voran. Am Abend war die Plattform fertig, sogar ein Stück Knüppelwand hatten wir hochgenagelt zwischen zwei Bäumen. Stolzer noch als auf die Palisade gingen wir an diesem Abend heim, so echt die Palisade ausgesehen hatte mit den moosverstopften Ritzen. Das hier, sagten wir uns, das ist die anspruchsvollere Konstruktion. Hochgestimmt erreichten wir tags darauf unsere Waldbaustelle. Abermals hatte der Feind alles zerstört. Unser Sternenhaus in den Kiefern gab es nicht mehr. Aber wenn der geglaubt hatte, wir würden jetzt aufgeben, dann kannte er uns schlecht. Wir gingen in den Untergrund und bauten unter der Erde. Spaten waren rasch besorgt, wir gruben ein Loch groß und tief genug, dass drei von uns drin hocken konnten, aber wir fuschten leider beim Dach. Es war die erste Waldhütte, die wir tatsächlich fertig bauten. Das feierten wir mit einem Lied, das uns der Lehrer in der Volksschule beigebracht hatte. Die erste Strophe war noch nicht fertig gesungen, aus grauer Städte Mauern. Da brach das Dach über uns ein. Wir wühlten uns aus Astwerk, Erde und Laub und wussten, das war's. Das war die letzte Hütte gewesen. Ein Moment lang standen wir noch um das Grab unseres Traums herum, wortlos, bisschen beklommen, ahnend, hier endete was, was Neues begann wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde es uns fortführen und wandeln. Dann verließen die drei den Wald und jeder lief in sein Leben hinaus, auch der Junge da an der Wand, der mich unverwandt ansah. Wenn er nach einem langen Sommertag heimkam und an der Küche vorbei, bin gleich da, rufend, die Treppe hinaufsprang, um vom höchsten Fenster aus zuzusehen, wie sein Tag sich in den schönen gestaffelten blauen Hügeln im Westen verlor, dann durfte ihn niemand stören. Er sah der Sonne zu, wie sie den halben Himmel in Brand setzte, bloß weil sie gleich für ein paar Stunden verschwinden würde. Hingerissen folgte er dem lodernden Adieu, aber das Beste kam ganz zuletzt. Immer rascher sank der Sonnenball dem Horizont entgegen. Jetzt dotzte er auf, so hart schien der Aufprall zu sein, dass es den Ball so ein bisschen quetschte und die Sonne fast platzte. Dann flutschte sie einfach weg und das war's gewesen. Ich riss mich los. Weit fort war ich gewesen und stand noch immer vor diesem Bild. Ich nahm es ab, nahm es an mich, verließ das beinahe leere Haus, zog die Tür hinter mir zu, die erste, durch die ich im Leben gegangen war, und kehrte in den Wald zurück, in die Jagdhütte, in die ich nun gezogen war, an einem Tag noch winterkalt und schon gleißend hell. Vielleicht würde ich das Bild in die Hütte hängen. Vom Haus her nahm ich den alten Weg westwärts, ich hätte ihn blind gefunden. Aus dem Gartentor die Straße runter, links das Zigeunerwäldchen, drüber jetzt die hohe Autobahnbrücke. Sie machte den Wald unserer Abenteuer noch kleiner, als es das ernüchternde Wiedersehen ohnehin tat. Rechts der schwarze Stein mit dem schönen goldenen Wappen, die Grenze des Fürstentums, dann die Serpentine runter, drüber der Burgberg. In der Ruine hatten wir die Nacht nach dem Abitur durchgemacht. Links das Kruzifix in den Feldern, dann das Städtchen, in dem ich zur Welt gekommen war, jetzt war es nicht mehr weit bis zur Residenzstadt. Und dann unversehens das Fürstenschloss, wieder ein Staunen, eine Erscheinung, nichts kündigte es an, weil es ja nicht erhöht lag, von weithin sichtbar, vielmehr tiefer als seine Umgebung. Ich bog um die letzte Kurve und obwohl ich doch das alles von Kindheit an kannte, war es, als riss sich jemand ein Leintuch von der Welt und vor mir stand jäh wieder dieses prachtvolle Schloss. Dann endlich der Wald, die Jagdhütte. Das Wetter schlug um. Nebel zog auf, als ich mich dem Wald näherte, erst dünn wie Gase über den Feldern, später dicht. Ich erreichte die Jagdhütte in der einsetzenden Dämmerung, suchte Reisig und Späne zusammen unter den hohen Buchen, die Hütte umstanden, holte Holz, Scheite, stopfte etwas Papier dazwischen und machte Feuer. Nicht drin, draußen am Feuerplatz unter dem Freidach. Da saß ich, wie jeden Abend, und sah dem Tag zu, wie er ging, heute dem Nebel, dem alten Magier, wie er die Welt um mich her verschwinden ließ. Erst nahm er den Waldweg, der dicht an der Hütte vorbeilief, ins Weiße.
Dann die Wildwiese, auf die ich frühmorgens schaute beim ersten Schluck Kaffee vom Gaskocher und abends beim letzten Schluck Wein aus demselben Emaillebecher. Nun war der ganze Wald unsichtbar. Wir rückten zusammen, die Jagdhütte, die elefantenhäutigen Buchen, die sie umstanden, und ich. Der Nebel zeigte sich aufgelegt für ein besonderes Kunststück. Alles ließ er verschwinden. Was aber Moos trug, das machte er leuchten. Moosige Baumstämme, dick moosbewachsene Dächer, grünliche Hüttenwände, das alles leuchtete jetzt aus der milchigen Dämmerung in einem unwirklichen Hypergrün. Das Dach saß als Leuchthut auf der Hütte, die Buchen ringsum schimmerten. Geräusche kamen aus dem Nebel, ein Knacken dürrer Äste, ein Huschen am Waldboden. Manchmal war mir, als beobachte mich jemand, den Mann am Feuer unterm giftgrün schimmernden Riesenpilz. Bei Lichte betrachtet handelte es sich um das offene Dach über dem Feuerplatz, ein rohgezimmertes Oktogon auf 8 dünnen Baumstämmen mit einem Rauchabzugsloch in der Mitte. Aber viel Licht gab es nicht mehr. Es war die Zeit, wenn der Wald still wird. Er ist nie ganz still. Und doch ist da dieser Moment, wenn der Letzte, der jetzt noch hier ist, genau dies spürt, überdeutlich, eben noch Leben, Trubel, und mit einem Mal ist alles fort. Und aus dem Dunkel schauen alle Augen auf dich. Das Abendlied der Waldvögel in den Baumkronen erstarb, die Nacht übernahm den Wald nun ganz. Nur noch ein Getröpfel von Nebelschwaden war zu hören, ein Rascheln im Laub dann und wann. Sie machten die Stille noch stiller. Mein Feuer brannte nieder. Ich ging neue Buchenscheite holen, in mehreren Reihen waren sie vor der Jagdhütte gestapelt. Ein letztes Mal, wenn sie heruntergebrannt wären, diese jetzt, dann wollte ich reingehen und mich schlafen legen. Wieder ein Geräusch. Als ich mich umwandte, saß der Junge am Feuer. Den Stock in der Hand, damit stocherte er in der Glut. Der Seitenscheitel, die Lederhose, der volle Blick. Ich wischte mir übers Gesicht, fort war er. Eine kleine Sache vom Leben im Wald. Weil mir das allermeiste Städtische hier draußen fehlte, fehlte mir das Werkzeug, die Nacht zum Tage zu machen, oder andersrum. Der Tag begann, wenn er heraufdämmerte. Er endete, wenn das allerletzte Licht über den Baumwipfeln zerging. Die paar Handgriffe, die nötig waren, um den Tag zu bestehen, spielten sich ein. Früh Wasser aus dem Plastiktank zapfen, den mir der Förster hingestellt hatte, erst für die Freiluftwäsche, dann für den Kaffee. Den Gaskocher entzünden, die maussicher hochhängende Tasche vom Nagel im Querbalken in der Scheune angeln, ein Stück Weißbrot brechen, schauen, was der ebenfalls maussicher verschlossene Nahrungskasten heute Morgen bot, dann das Frühstück auf dem Tisch vor der Hütte. Das Brot wurde hart nach 2 Tagen und der Kaffee rasch kalt im Emaillebecher. Dann schmeckte er bitter. Luxus war es, ein paar Eier vorrätig zu haben und sie morgens oder mittags in die Pfanne zu schlagen, die ich besaß. Alles war karg hier und oft weniger als das, aber es störte mich nicht. Die Waldfreiheit wuchs 3-mal auf. Fragte mich jemand, was das sei, Freiheit, müsste ich antworten, naja, nichts Besonderes, aber etwas sehr Süßes. Ein köstlicher Schauer, der über dich läuft. Und etwas sehr Einfaches. Frei war ich in einem ganz praktischen Sinne. Niemand sagte mir, was zu machen war. Keine Ampel hielt mich auf. Kein Anruf befahl mir, loszugehen, zu stehen, dies oder jenes zu tun oder zu lassen. Als waldfreier Mann, der ich war, kippte ich am Morgen den Rest kalten Kaffee fort und schlug den Weg in eine Richtung ein, die mir gerade gefiel. Der nördliche Weg führte zum Waldsee bis in die Gegend des Forsthauses und des Gutes. Und wenn ich Lust hatte, ins nächstgelegene Dorf und weiter über die Grenze in die katholischen Dörfer. Dort lag auch in den Wiesen das einsame Gasthaus, in das ich Ostern geraten war. Der östliche Weg folgte erst dem Bonifatiuspfad. Dann hatte ich die Wahl, zu den Waldhöhen hinauf, von da sah man weit ins Land oder in einem Bogen tief ins Revier. Südlich abbiegend gelangte ich zur großen Wildwiese, die tief in den Forst einschnitt oder durchs Nachbarrevier zur Residenzstadt. Meine Tage glichen tatsächlich den Tagen des Jungen, der ich gewesen war. Dieses Streunen, das Hingehen lassen der Zeit.
Dabei war ich nicht faul. Es gab Holz zu hacken bei der Hütte, abends Feuer zu machen und auch sonst fanden sich Gelegenheiten, ab und zu mit Hand anzulegen, dem Förster und seinen Leuten zu helfen. Manchmal, wenn ich vor der Hütte saß, im Wald auf einem Baumstamm oder auf einem Hochsitz, flackerte die kindliche Angst vor der Langeweile auf. Ein flüchtiger Schatten, bloß eine Erinnerung. Dem Kind war die so dermaßen zäh vergehende Zeit unendlich vorgekommen. Und auf die große Sommerlangeweile würde eine nächste folgen und so weiter bis ans Ende dessen, was der Junge sich vorstellen konnte. Ich seufzte jetzt seufzte ich eher bei dem Gedanken, wie rasch meine kleine Saison in der Freiheit verrinnen würde. Ich liebte die Abende, das Scheunentor weit öffnen, das Feldbett richten, Feuer machen, wie schnell ich mich an die Nacht hier draußen gewöhnt hatte und an ihre Stimmen. Ein Kratzen auf dem Dach, vielleicht auch drunter, ein Waschbär, eine Iltis, wer weiß, zu sehen bekam ich ihn nie und im Scheunentor Styropor wühlte die Maus. Ich hatte sie für eine gewöhnliche Waldmaus gehalten, jede Nacht arbeitete sie sich durch die Kunststoffschicht zwischen der Bretterfront des Tores und dem Filz, mit dem es innen beschlagen war. Jeden Morgen war der Boden mit neuem weißen Styroporkrümeln übersät. Die Maus war umgänglicher als der Waschbär oder wer immer auf dem Dach hauste. Wir kannten uns inzwischen, sie hatte ihre Identität gelüftet. Eine Rötelmaus. Auch bei Tage rannte sie ihrer Wege, selbst wenn sie meine kreuzten. Und saß ich abends am Feuer, sah ich ihren rotbraunen Rücken unter die heißen Steine huschen. Auch sie suchte in der aufsteigenden Nachtkühle die Wärme. Ich blieb am Feuer, bis die Nacht meinen Platz und die Welt um mich ganz übernommen hatte. Nur über den üppigen Wipfeln leuchtete noch ein Rest vom Tage, dann verschwand auch der. Jetzt war die Waldesschwärze vollkommen, jetzt zerstreute ich die letzte Glut meines Feuers, nichts mehr zu sehen oder zu tun. Jetzt kommen ein paar Menschen. Es gibt ein paar Menschen im Wald und manchmal gibt es auch ein Schützenfest. Es gab also ganz in der Nähe oder relativ in der Nähe meiner Waldhütte ein kleines Dorf und da war ich zum Schützenfest eingeladen. Beim Königsschießen ging es so zu. Mit einem am Schießstand außerhalb des Dorfes fest installierten Kleinkalibergewehr wurde aus 50 Metern Entfernung auf 4 Scheiben geschossen. Wer die höchste Punktzahl erreichte, also möglichst oft ins Schwarze traf, war der neue König. Auf dem Weg dorthin begegnete ich dem Herold des alten Königs. Gestern hatte er Frack getragen, nun trug er zivil und das Herz auf der Zunge. Als er hörte, dass ich aus der Stadt komme, erklärte er mir den Unterschied zwischen Stadt und Land. In der Stadt bist du, wenn du 5 Bier getrunken hast, ein Alkoholiker. Im Dorf bist du der Fahrer. Ich kann das bestätigen, so kenne ich es auch von früher. Das Dorf lebte in diesen 3 Tagen ganz für das Fest. Gärten und Häuser waren mit frischem Grün und Farben geschmückt. Wer fortgezogen war, kam zum Fest in die alte Heimat. Ich hatte nachgerechnet, 2 Kompanien, dazu Offiziere und alte Herren. Das machte knapp die Hälfte der 180 Dorfbewohner. So gut wie alle Männer im Dorf, von jung bis alt, mussten Schützen sein. 2 junge Schützen beobachteten das Königsschießen. Ein großer, vielleicht 17, und ein kleiner, ein paar Jahre jünger, noch fast kindlich. Der Kleine: Schießt du mit? Der Große: Ja. Der Kleine: Machst sie alle platt, was? Wirst König. Der Große: Will ich nicht, werd du doch. Der Kleine: Hast du eine Freundin? Brauchst du als König? Der Große: Ach, die stellen die dann schon. Oder mach du das, du siehst aus wie ein Mädchen. Der Kleine: Nein, ich habe kurze Haare, ich bin kein Mädchen. Großer: Kriegst eine Perücke. Der Kleine: Nein, ich sehe nicht aus wie ein Mädchen, hör auf. Der Große: Doch, einen dicken Bauch hast du auch. Der Kleine: Auch mit Perücke und dicken Bauch sehe ich nicht aus wie ein Mädchen. Der Große: Aber Fußball spielst du wie ein Mädchen. Der Kleine trat nach ihm. Er hatte sich mit dem Großen, den er wohl etwas bewunderte, anfreunden wollen. Der Große ging fort, lachend. Er hatte sich einen Spaß mit dem Kleinen gemacht. Ihn, den Kleinen, sah ich wieder, später am Schießstand. Und er schoss gut. Ein weißes Röhrchen nach dem anderen zerplatzte, er traf fast jedes Mal. Und mit jedem Treffer heilte die kleine Wunde, die ihm der Große beigebracht hatte, ein wenig mehr. Jedenfalls stellte ich mir das so vor, wenn ich an die Wunden dachte, die ich mir zugezogen hatte, als ich etwa so alt war wie er.
Es hätte dem Fest etwas gefehlt, wäre nicht der alte Fürst erschienen, der wirkliche. So war es Tradition, nicht nur in diesem Dorf. Er kam mit seinem Sohn, dem Erbprinzen, der immer mehr solche populären Pflichten übernahm. Sogleich waren die beiden von Schützen umringt, die sie zum Königstisch führten. Dieses Schlussbild vor Augen verließ ich das Fest und ging zur Hütte. Es war Abend geworden. Letztes Sonnenlicht auf dem Waldweg, ferner Lärm vom Schützenball her, Blasmusikfetzen. Nach und nach wurde es stiller. Nun war der Wald ein Kammerspiel. Ich hörte jedes Blatt fallen, jeden Maustritt im Laub, jedes Tropfen. Ich saß im Innersten der Welt. Jetzt gehen wir ein bisschen noch mehr unter Menschen. Das Kapitel heißt Durchlaucht. Manchmal hatte mich meine Mutter in die Residenzstadt mitgenommen als Kind. Die braven Ackerbürgerstädtchen der Gegend, auch das, in dem ich dann aufs Gymnasium ging, strebten nicht übers Ländliche hinaus. Sie waren kaum mehr als gehobene Dörfer mit Resten von Stadtmauern, einer wuchtigen Kirche, zwei, drei Geschäftsgassen und einem Marktplatz mit Rathaus, umstanden von Fachwerkgiebeln. Von diesen Städten hob sich die Residenz ab. Sie wirkte großzügiger, nobler schon auf den ersten Blick. Statt Fachwerk das Barockschloss, dreiflügelig. Statt schiefer Gassen, Schlossstraße und Fürstenallee und Exoten im Park, Pyramideneiche und Mammutbaum. Statt hartem Dialekt, pures Hochdeutsch. In meiner Jugend schickte man ausländische Studenten hierher, damit sie reines Deutsch lernten, das in den Fachwerkstätten nicht so zu hören war. Natürlich hatte diese Aura mit dem Fürstenhof zu tun. Ohne ihn gäbe es die Stadt gar nicht. Für sie war sie angelegt worden vor 300 Jahren. Eine neue Fürstenresidenz mit angeschlossener Residenzstadt. In der neuen Stadt wurden die Helfer der fürstlichen Hofhaltung einquartiert. Regierungsbeamte, Hofmusiker, Kunsthandwerker, Offiziere, Jäger, Sattler, die Dienerschaft. Das alles gehörte zwingend dazu, wollte man ein regierender Fürst der Barockzeit sein und standesgemäß Hof halten. Eine Welt längst verweht und doch etwas wirkte fort, vielleicht die Macht der Form. Die Anrede war durchlaucht. Einen Anspruch darauf hatte das Fürstenhaus seit 100 Jahren nicht mehr, aber es war dabei geblieben, nicht nur im Schloss und im fürstlichen Wald, auch sonst im Land. Nicht jeder hielt sich daran, natürlich nicht. Niemand forderte es ein, natürlich auch das nicht. Die Fürstenanrede wurde aber dennoch selbstverständlich gebraucht, fast nebenbei, halb weggenuschelt mitunter und doch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, wie mir schien. Nach dem Gesetz waren diese Titel nur mehr Namensbestandteile, sonst gar nichts. Hier gingen sie den Förstern, den Waldleuten, aber auch manchen Residenzstädtern so selbstverständlich über die Lippen, wie man Herr Müller sagt oder Frau Meier. Das Durchlaucht gehörte zum Schatz jener Eigenheiten, die in dem alten Fürstentum das Gefühl des Besonderen aufrechterhielten. Fürstentum? Nach dem Gesetz gab es keine Fürsten. Kannte die deutsche Landkarte kein Fürstentum mehr. Der Atlas der Empfindungen aber schon. Die Gesetzeslage, ich hatte davon gehört und sah es jetzt selbst, die Gesetzeslage fällt nicht immer in eins mit der Gemütslage. An einem herrlichen Sommerabend ging ich zum Schloss. Dort wurden die Festspiele eröffnet. Der Erbprinz hatte die Schirmherrschaft übernommen. Er hatte es nicht weit. Er musste nur vom Flügel des Schlosses, in dem er und seine Familie lebten, zum Prachtsaal im Mitteltrakt herüberkommen. Dafür musste er das Schloss nicht mal verlassen. Er und seine Mutter, die Fürstin, erschienen in dem prächtigen weißen Saal, wurden begrüßt, nahmen Ehrenplätze ein, ganz vorn. Es machte mir Spaß, mir vorzustellen, mit dem einen oder anderen Freund aus meiner Großstadt hier zu sein. Es war wie beim Schützenfest auf dem Dorf, nur viel prächtiger. Aber wie dort standen der Erbprinz und die Fürstin im Mittelpunkt. Alle hier, auch der Repräsentant der Republik, der Bürgermeister, gebrauchte die übliche Anrede und dankte durchlaucht für die Übernahme der Schirmherrschaft. Ich hätte jetzt gern die Gesichter meiner leider abwesenden Freunde gesehen. Eine originelle Interpretation der Fürstenanrede hörte ich von einem jungen Jäger. Er, der Förster und ich standen auf dem einzigen Gut, das die Revolution von 1918 dem Fürstenhaus gelassen hatte. Die beiden sprachen über die beginnende Bockjagd. Ihretwegen mussten etliche Hochsitze im Revier repariert werden. Dabei kam auch der Erbprinz zur Sprache und immer wenn der junge Mann ihn erwähnte, sagte er,
der durchlaucht. Was flapsiger klang als durchlaucht, ohne Artikel, ein wenig komischer auch, er gebrauchte seine Wortschöpfung selber, leicht amüsiert. Der durchlaucht. Zwei Impulse wirkten wohl in dem jungen Jäger, ein inneres Ruckeln gegen die aristokratische Anrede und die Achtung, die er dem Mann, der halbwegs in seinem Alter war und all das liebte, was er selber ja auch liebte, den Wald, die Jagd und dieses ganze Leben hier draußen, die er diesem Mann nicht versagen konnte. Und so verband er eben beides. Er blieb beim Durchlaucht, wie alle hier, aber er ließ es klingen wie der Typ, der Chef, ein respektlos gewährter Respekt. So, jetzt kommen wir der Durchlaucht noch ein bisschen näher. Eine sehr wichtige Figur für mich war der Förster, dem ich zugeteilt war, im Revier Kohlgrund. Den habe ich wirklich ins Herz geschlossen. Und nach und nach erfuhr ich auch seine Geschichte, mit der Familie, also mit der Fürstenfamilie. Am Anfang meiner Zeit in der Hütte hatte der Förster davon gesprochen, wie er als junger Mann auf der Suche nach einer Anstellung, die ihm besser gefiel als der Staatsforst, auf den Fürsten getroffen war. Er kam immer mal wieder darauf zurück, aber es bedurfte etlicher Touren durchs Revier, um die ganze Geschichte zu erfahren, die sein Leben verändert hatte. Diese beiden Männer, der junge Förster, der ältere Fürst, die hätten sich kaum ferner stehen können, so viel schien klar. Von weit her kamen sie aufeinander zu und gaben sich auch überhaupt keine Mühe, es zu kaschieren. Der Fürst, doppelt so alt wie der junge Förster, erschien zum Vorstellungsgespräch im Schloss mit dem grünen Porsche, den er damals fuhr, der Förster mit seiner blauen Ente, dem 2CV mit dem Anti-Atomkraft-Aufkleber. Grün traf blau, nur seitenverkehrt. Hochadel traf auf demonstrativen Rebellengeist. Der Förster war in gewissem Sinne der junge Mann geblieben, als der er damals gekommen war. Inzwischen kannte ich sein Revierförsterbüro, eine Stube zwischen Wohnhaus und Tenne. Sie enthielt viel von dem, was ihn ausmachte, was er war. Er wollte mir etwas geben und bat mich kurz herein. Es war kein Dienstzimmer, kein normales Dienstzimmer. Es war das Quartier eines Waldenthusiasten. Eine wilde Wunderkammer, eine höchst persönliche Sammlung von Papierkram, der eben nötig war, Walddingen, Spaßzeug. Unmöglich, mit einem raschen Blick zu erfassen, was diese Stube enthielt. Zwei E-Gitarren lehnten am Regal, eine CD der Sex Pistols sah ich da liegen, Datenchips der Wildkameras im Wald, der Förster wertete sie aus, um das Rehwild, die Sau und die Füchse im Blick zu behalten. Auch einige Wildkatzen hatten sich wieder angesiedelt. Schöne Tiere, sagte mein Förster. Im Gehen zögerte ich bei den Gitarren. Er spiele zur Entspannung, sagte der Förster, als er meinen Blick auffing. Eigentlich könne er da gar nicht richtig Gitarre spielen, aber es mache ihm Spaß, es eben doch zu tun. Er erzählte von einem Konzert, das er neulich besucht und das ihm sehr gefallen habe. Ja, welches denn? ZZ Top. Ich machte eine spitz zulaufende Geste, Kinn zur Brust, die texanischen Bärte. Er lachte, ja, die. Kurzum, das Vorstellungsgespräch zwischen ihm und dem Fürsten hätte zu Ende sein können, bevor es begann. In dem Moment, als Porsche auf Ente stieß, eine Welt auf die andere. Es kam anders. Offenbar lag beiden Männern nicht viel an einem konventionellen Bewerbungsgespräch. Lieber unternahm man eine Tour durch den fürstlichen Wald, durch den Busch. An deren Ende stellte der Fürst den jungen Kerl mit der Aktivistenfaust auf der Ente als seinen neuen Revierförster ein. Wenn es aber eine gleichgestimmte Konvention, eine ähnliche Tradition nicht war, die die beiden zusammenbrachte, diese beiden so vollkommen unterschiedlichen Männer, wer oder was war es dann? Mir fiel nur einer ein, der Wald. Ab und zu hörte ich, wie von einem ihrer Jagdabenteuer erzählt wurde, einen besonders dramatischen. Es war Nacht geworden und ein Gewitter ging nieder, aber der Fürst und sein Förster brachen die Jagd nicht ab. Denn vor ihnen lag die Wildwiese im Licht der Blitze. Und sie wussten, darin stand der Bock, hinter dem sie her waren. In der Schwärze der Nacht konnten sie weder die Wiese erkennen noch den Rehbock. Und so warteten sie, bis wieder ein Blitz zuckte und die Szenerie sekundenlang ausleuchtete. Das Gewitter war nun über ihnen. Andere wären in ihren faradayschen Käfig gestiegen und heimgefahren. Wieder ein Blitz. Auf der Wiese waren jetzt zwei Rehe zu erkennen, zwei Stücke, wie der Jäger sagt.
Ein Bock und eine Ricke. Jagdbar war zu dieser Zeit nur der Bock. Links oder rechts, habe der Fürst gefragt, erzählte der Förster. Links oder rechts, welcher ist es? Der rechts, habe er geantwortet. Sie erwarteten den nächsten Blitz. Er zuckte auf, der Fürst schoss, der Bock fiel. Er sei dann los auf die Wildwiese und habe ihn herbeigeschleppt, erzählte mir der Förster weiter. Als die zwei dann im Wagen saßen und eben losfahren wollten, hätten ihre Telefone geklingelt, beide zugleich. Seine Frau rief an und meine auch. Wo steckt ihr denn bei dem Unwetter? Sie machten sich Sorgen. Wir sagten ihnen, wir hätten im Licht eines Blitzes den Bock auf der Wildwiese geschossen. Beide Frauen, ihr seid wahnsinnig. Das waren sie wohl. Das Jagdabenteuer passte einfach zu gut zu dem, was ich hörte und doch heraushörte, wenn ich mit wem immer im Revier oder in der Residenzstadt über den Fürsten sprach. Ein wilder Autofahrer, ein begeisterter Jäger, diese Ausdrücke fielen dann, auch das Wort Draufgänger. Wenn es Wahnsinn war, wie die Frauen in dieser Gewitternacht vermuteten, dann war es ein Wahnsinn von der hellen, von der heiteren Art, von der Art, aus der die besten Geschichten sind. Das Salz in der Suppe, no risk, no fun, in unserer Sprache. Der Wald hatte die zwei zusammengebracht, da war ich sicher. Der Fürst hatte seinen Förster gefunden und der Förster sein Paradies. Jo. Vielen Dank. Eine kleine Nachbemerkung noch. Ich habe insgesamt 7 Bücher geschrieben. Niemals von keinem anderen Buch ist so viel nachgekommen und geblieben und so viel entstanden wie aus diesem. Es ist Teil des Buches, dass ich in diesem Sommer, in dem ich in dieser Hütte war, sozusagen meiner Heimatwurzeln verlustig gegangen bin. Meine Mutter ist gestorben, ich musste mein Elternhaus verkaufen, es war also nichts mehr. Und zugleich, und das ist das Wunder dieses Sommers und dieser Schnapsidee, dieses Waldhüttenbuch zu machen, sind einfach neue Wurzeln gewachsen und neue Dinge entstanden. Um nur ein Beispiel zu nennen, ich war immer so ein bisschen unangenehm oder peinlich berührt, wenn ich gefragt wurde, na, jagen Sie denn auch? Und ich musste dann immer sagen, nein. Und kam mir vor wie so einer, der nicht mehr ganz jung ist und gefragt wird, waren Sie denn schon mal am Meer? Und der sagt, wenn ich ehrlich bin, nein. Also muss er ans Meer, also musste ich den Jagdschein machen. Ich habe ihn auch gemacht. Und wenn Sie im Ahrwasser Forst gelegentlich so eine Figur rumlaufen sehen mit einer Mause 98, könnte ich das sein. Ich glaube, die Kollegen mit den Hörnern wollen noch mal loslegen. Ne? Jo. Herr Büscher, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man ein Jahr
in der absoluten Einsamkeit nur mit dem konfrontiert war, mit dem man eben, oder was man eben aus den früheren Jugend noch so Erinnerung hatte. Und dann wieder in den schmelzigen Berlin zurückkommt und den ganzen Tag nur alles Mögliche hört, nur nicht mehr von dem Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft, des Umlandes und das Singen des Waldes mit sich bringt bzw. hören kann. Es ist ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass es das alles gibt, dass es jederzeit auf mich wartet. Und ich kann sagen, nie bin ich in den letzten Jahrzehnten so viel zurück nach Hause gekommen wie nach diesem Buch. Weil sich einfach Beziehungen ergeben haben, Freundschaften ergeben haben und Gründe genug ergeben haben, wieder hinzukommen. Also das ist für mich, ich bin wirklich, das rührt mich sehr. Das hätte ich nie erwartet. Der normale Weg ist ja, die Dinge gehen zu Ende und man geht von zu Hause weg. Cousins und so weiter gehen auch von zu Hause weg, gehen in irgendwelche Städte. Alte Eltern sind irgendwann nicht mehr und die Dinge enden dann einfach. Das geht ja nicht nur mir so, das geht ja vielen Familien so. Und in diesem Fall muss ich wirklich sagen, dieses Buch war die Schaufel, mit der ich den Boden nochmal umgraben konnte und nochmal neu säen und pflanzen konnte. Und das sprießt auch was. Das ist wirklich sehr schön. Glückwunsch an Sie, dass Sie das so erlebt haben in dieser Zeit. Hat sonst noch irgendjemand Fragen an Herrn Büscher? Keine? Gut. Herr Büscher, dann dürfen wir uns... Doch. Ach, Entschuldigung. Da würde natürlich dann kein schöner Land dazu. Ja, natürlich. Ja, ja. Soll ich noch? Entschuldigung.